Leerer Keller ist auch enthalten in finaler Zustand. Das heißt, zu jedem PDA M1 existiert ein PDA M2 mit Akzeptanz über den leeren Keller ist gleich Akzeptanz über finalen Zustand. Auch da ist eine ähnliche Konstruktion, legt auch ein neues unterstes Symbol auf den Stack. So, und arbeitet dann auch wieder wie M1. So, also, wir haben den Stack wie folgt. Die Maschine M2 schreibt hier unten sein Stack-Startsymbol drauf. So, und dann wird M1 simuliert. So, und M1 arbeitet. Ja, und wenn dann das Zeichen Z2 auf dem Stack gelesen wird, ja, das heißt ja, dass M1 seinen Keller komplett geleert hat. Das heißt, dann können wir in den finalen Zustand übergehen. Das müssen wir jetzt nur gerade basteln. Trifft M2 dann auf das Zeichen Z2, so hat M1 den Keller geleert. Das heißt, dann können wir akzeptieren, weil wir wollten ja zeigen, ausgehend von der Akzeptanz über leeren Keller, wollen wir über den finalen Zustand akzeptieren. So, und kann dann in den finalen Zustand übergehen. Das heißt, wir definieren das wie folgt. Genauso wie eben, M1 sei gleich hier wieder K1, also alles mit einer 1 gekennzeichnet. So, und M2 definieren wir dann wie folgt. Das ist K2 ist gleich K1 und wir brauchen halt einen neuen finalen Zustand. Wir brauchen einen neuen Startzustand und wir brauchen einen finalen Zustand. Beide sind nicht Element von K1. Dann haben wir als Sigma 2, das ist Sigma 1, das gleiche Alphabet. Gamma 2 ist Gamma 1. Vereinigt mit einem neuen Zeichen Z2 und Z2 ist kein Element aus Gamma 1. So, als finaler Zustand nehmen wir unser S und ein F und wir müssen jetzt nur unsere neue Übergangsrelation definieren. Das ist gerade Delta 1 vereinigt mit als erstes, wir lesen nichts von der Eingabe, lesen das. Also die Maschine M2 ist ja in ihrem Startzustand, S2. Wir lesen unten das Z2, das ist ja der Start, das Startsymbol auf dem Stack. Da schreiben wir das Startzeichen des Stacks von M1 drauf. Also wir machen Z2, Z1, gehen in den Startzustand über der ersten Maschine. Und was wir noch machen müssen, wir müssen einmal in den finalen Zustand übergehen. Wenn wir hier unten den Stack das Stackende lesen, dann gehen wir einfach über in den finalen Zustand. SF und was wir auf dem Stack machen, ist egal. Wir können das löschen, wir können es auch lassen. Und das müssen wir machen für alle Zustände aus K1. Ja, egal in welchem Zustand wir uns befinden, wenn wir dieses Zeichen Z2 lesen, müssen wir halt in den finalen Zustand übergehen. Also die beiden Akzeptanzbegriffe, die wir hatten, die sind identisch. Das heißt, egal welchen der beiden wir nehmen. Wir können halt immer aus der einen die andere Variante konstruieren und umgekehrt.